So, willkommen zurück. Entschuldigung, dass ich mich nicht gemeldet habe. Ich habe vergessen, das Mikrofon anzumachen. Das ist wieder typisch. Ob wir das Unternehmen noch rumkriegen. Ach, das sieht toll aus. Ja, das sieht einfach toll aus. So, schauen wir mal nochmal auf die Linien. So, der Bus in Dantrum macht immer noch 2000 Verluste. Der Zug 87.000 Gewinn und der Bus in Oberstadt 10.000 Gewinn. Na, das ist ja toll. Aber der macht Verluste. Dann werden wir mal ein Fahrzeug verkaufen. Nein, die nicht alle Fahrzeuge, sondern das ein Fahrzeug verkaufen erstmal. Das schicken wir mal ins Depot. Warten, bis es da ist. Ja, die Postkutschen haben halt den Nachteil, die sind nicht sehr schnell. Man kann ja mal hinschalten, man sieht es ja, die sind nicht wirklich schnell. Och, ich fahre mal. Aber ich glaube, ich fahre mal eine Runde mit. Mal gucken, wie die Stadt so aussieht. Oder, naja, im Moment ist es ja noch ein Dorf eher. Später werden wir den Bus oder auch die eine Straßenbahn eventuell ein bisschen anpassen müssen. Vor allem, wenn die Stadt größer wird. Ja gut, hier draußen ist natürlich noch nichts los, aber ich habe da schon mal eine Haltestelle hingestellt, weil da früher oder später die Stadt auch bauen wird. Neue Gebäude. Da wenigstens auch schon mal eine Haltestelle stehen. Ja, also, weiß nicht, mir gefällt das Spiel. Ja, man sieht halt, die Postkutsche ist halt extrem langsam. Gut, okay, mit 15 km/h, ich meine, war halt zu der Zeit so. Das war wieder ein Autosave. Ach, da wird schon wieder gebaut. Ist das ein Dampfbagger oder ein Dampfkran? Hä? Ja, warum nicht? Da haben ein paar Hühner gegackert. Ja, das ist schon nicht schlecht. Gut, die Gebäude ein bisschen grau, aber gut, zu der Zeit war das halt so. Meistens alles aus Stein. Stein, ja, Steinhäuser mit Holz, mit viel Holz auch, meistens innen drin, weil ja meistens nur Steinmauern, denke ich mal. Open ist auch gut. Ja, man sieht schon, wie lange auch so eine Rundfahrt dauert. Da wird es dann natürlich die ersten auch dampfbetriebenen Fahrzeuge geben, die sind dann etwas schneller und haben auch, glaube ich, etwas mehr Kapazität. Oh, da steht eine Kiste in der Luft, das ist auch gut. Da wird nochmal gebaut. Ach, das ist, glaube ich, hier Industriegebiet. Glaube ich, ist gut, es ist Industriegebiet.
Was soll es denn sonst sein? Nur, dass da die Kisten in der Luft stehen, das ist jetzt auch ein bisschen seltsam, okay. Na gut, das soll uns jetzt mal nicht stören. Auch da warten ein paar Arbeiter. Ich hoffe, die warten an der Haltestelle. Ja, ich denke schon, die warten für die Haltestelle. Und hoffentlich können wir welche mitnehmen. Ja, ein paar konnten wir mitnehmen. Für den Gegenkurs sollten wir vielleicht auch noch eine Linie einrichten. Damit die Fahrt zum Beispiel ins Industriegebiet nicht zu lange wird. Ja, das ist so. Ah, das ist schon da. Das verkaufen. Verkaufen wir. Hallo? Jetzt. So, jetzt schauen wir mal auf den Takt. Jetzt hat er 68 Sekunden Takt. Und macht gleich Gewinn oder was? Nur weil ich ein Fahrzeug verkauft habe oder wie? Na, das werden wir noch weiter beobachten. Achso, wie sieht's denn hier aus? 43.000 Gewinn. Gesamtunternehmen macht ein bisschen Gewinn, ja. Im neuen Jahr. Ah, da ist gerade ein Zug losgefahren. Wie viel hat der an Bord? 53, das ist schon mal... Ja, das ist gut. Und wie viel warten jetzt? 7. Okay. Der andere Zug, ach, der ist schon wieder auf dem Weg zurück, hat nur 33 Passagiere. Ja gut, das ist halt... Ja gut, aber hier warten jetzt schon wieder 47 Personen. Das ist alles gut. Warte mal. So. Oh, Güte. Es wird keine... Also die Linienbenutzung liegt bei 32%. Naja, für... Naja, gut. Ist vielleicht nicht wirklich... Das ist nicht wirklich gut. Deswegen... Wie liegt hier die Liniennutzung? Auch nur bei 33%. Naja gut, das ist jetzt nicht wirklich gut. Aber die Güterversorgung ist nicht gewährleistet. Klar. Ist auch keiner da. Sollten wir uns dann auch demnächst drum kümmern. Vor allem für Lebensmittel und so. Dass die... Ja, ich will Stadt nochmal hier. Baumaterial. Maschinen. Ja gut, das ist erst für später so. Bei Arbeitsplätzen. Aber Einkaufsmöglichkeiten sollte man denen geben. Werkzeuge, Lebensmittel, Waren. Okay. So ein bisschen was sollte man denen schon geben. Vor allem auch um das Wachstum. Dann wachsen die Städte noch ein bisschen schneller. Ja, ein bisschen Gewinn bleibt hängen dort. 10.000, 16.000. Naja, aber die Züge machen nicht wirklich viel Gewinn. Also das ist nicht... Ja, jetzt sind wir hier wieder Minus. Na, das ist nicht schön. So. Hier warten nur 20. Nur 20. Das ist nicht schön. Ach, was haben wir jetzt für einen Takt? 6 Minuten. Das ist gut. 33 Passagiere sind jetzt im Zug, das ist nicht schön. Also, schön, dass 33 Passagiere drin sind, Passagiere, aber wir können ein bisschen mehr geben. Wir steigen dann nur 23, 24 ein. Ja, das ist alles noch nicht so optimal. 113.000, na gut. Ah, nee, wir können noch gar nichts zurückzahlen. Wir brauchen mindestens 500.000 zum Zurückzahlen. So, schauen wir mal, ob man nicht irgendwo schon mal mit Industrie anfangen können. Hier ist eine Lebensmittelfabrik, das ist ein Sägewerk. Achso, ja, hier war ja der Bauernhof. Mit Fahrzeugen könnten wir das machen, aber die Fahrzeuge, ja, die sind ja mega Alarm. Da wäre ein Zug schneller. Mit Fahrzeugen könnten wir zumindest die Lebensmittel in die Stadt transportieren. Und mit dem Zug
könnten mal die Lebensmittel, können wir ja, da könnten wir ja, macht ja Getreide und Fleisch, produziert's, könnten wir ja mal starten mit. Und hier könnten wir dann mit Fahrzeugen zumindest in die Stadt fahren. Und zwar bei den, wo sind dann die Einkaufsmöglichkeiten hier drin? Ah, die sind dann hier mitten drin. Ah, hier, hier so, ja, der Bereich. Hier so eigentlich mittendrin. Da ist ein einzelnes Industriegebäude. Hat sich wohl ein bisschen verirrt. Ja, müsste man mal probieren. Ob man hier nicht... Es muss ja erstmal kein so riesiger Bahnhof sein für den Anfang. Das ist natürlich nicht wirklich toll. Felder entfernen will ich auch nicht. Hier ist der Bahnhof zu weit weg. Also können wir, müssen wir doch einen Durchgangsbahnhof machen. Halt, den muss ich einmal umdrehen. Aber das, nein, das ist, das Problem ist, das geht dann zu weit. Ja, das kostet gleich 180.000 und ich denke mir, da müssen wir so viel aufschütten oder auch gleich ein... Hier, nach hier geht's ja. Hier geht's. Nur der Weg rauf, der ist etwas beschwerlich für die Lok. Na komm, wir bauen trotzdem erstmal und schauen mal, wie sich das dann... Ob sich das irgendwie ausgeht. Ah ja gut, da baut er eh dann ein. Oh Gott, ist das teuer. Wieso ist denn das so teuer? Ah ja gut, mit der Aufschüttung halt. Wie lange haben wir noch bis hierhin? Das ist ja alles andere als toll. Na, hoffentlich verschätzen wir uns nicht. Nein, Zug. Güterbahnhof. Na, hier könnte man einen Kopfbahnhof hinbauen. So, hier 100, ja, ein bisschen Geld sparen, wenn es geht. So. Und ich hoffe, dass... So, mal so verbinden. Ich hoffe, dass das okay ist. Dann brauchen wir nochmal ein Depot. Halt, das starten wir hier. Nee, ich starte das Depot hier. Nein, das ist... So macht er mir keine Weiche. Ja, so geht es natürlich gleich bergauf. Das ist auch nicht schön. Aber gut, was will man machen? So, Zugdepot. Wunderbar. Zuerst mache ich das mal so. Das ist jetzt alles nicht so. Halt kurz auf Pause schalten, damit wir nicht ständig Geld verlieren. So, jetzt schauen wir mal. Was brauchen wir dann für einen Waggon eigentlich? Einen offenen Güterwaggon? Nein, das ist für Getreide und so weiter. Ein normaler Güterwaggon ist für... Ja doch, einen offenen, paar offene Güterwagen und ein paar normale Güterwagen. Ja, weil für Getreide und Vieh wollen wir natürlich auch... Wir wollen ja beides transportieren. Kostet 125.000, 125.000. Na, das ist alles. Alles schweineteuer. Ja, komm. Müssen wir probieren. So. Also nochmal ein. Nein, noch. Doch, wir können auch erstmal den Zug kaufen, dann die Linie machen. So. Nein,
Passagiere nicht. Hier Kohle, Eisenerz, Stein, Getreide, Schlacke, Getreide, Wollmar, Kapazität 4. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte mal. Was macht er doch? Ah ja, Konfiguration automatisch. Wunderbar. So, Vieh. 1, 2, 3, 4. Oh, schon wieder nicht genug Geld. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, hoffentlich wird der Zug dadurch nicht zu schwer. Der wiegt jetzt, na gut, 90 Tonnen. Das ist okay. Das sind 10 Tonnen mehr als jetzt der Personenzug. Das ist, denke ich, auch noch nicht so wild. Na, wir müssen sowieso noch ein bisschen Geld aufnehmen, weil wir ja die Lebensmittel dann auch hier in die Stadt transportieren müssen. Das ist ja klar. Klar eigentlich. Der fährt dann von hier nach hier. Der fährt natürlich zuerst hier in den Bahnhof, ist klar. Weil der ja so nicht andersrum kann. Naja gut, es ist halt... So, den lasse ich erstmal auf Linie 1. Die Frage ist, soll man das, den Zug warten lassen oder laden, wenn vorhanden? Nein, ich meine, normalerweise kann man den auch warten lassen. Ich hoffe, dass das hier nicht so schlimm ist. LKW-Station, große LKW-Station, das ist, glaube ich, gut. Da können auch mehrere Fahrzeuge warten. Da können dann auch mehrere Fahrzeuge warten. So, jetzt hier gucken. Wo müssen wir hin? Also im Grunde, wenn es geht, hier hin. Wenn es geht, vielleicht ohne, dass ein Gebäude entfernt wird. Och, das ist furchtbar. Jetzt haben wir schon 7 Millionen Schulden. Wieso kann da hier nichts? Wieso ist hier nirgendwo der Bau? So, hier wäre der Bau möglich, aber er deckt zu wenig ab. Der deckt zu wenig ab hier. Hier natürlich sowieso. Ach so, ja, hier ist nicht möglich, weil da der Bahnhof ist. Ja, klar, logisch. Das ist ja logisch. Müssen wir mal ein bisschen Straße bauen. Das kostet gleich fast 991.000. Das ist ja nicht normal. So, mal gucken, wie es jetzt aussieht mit dem... Nee, so deckt da gar nichts ab. Ja, ja, ist ja eigentlich auch klar. Ach nee, das ist doch nicht wahr. Jetzt habe ich keine Ahnung, wohin damit. Hier erstmal wieder zurück. Ach, das ist ja schlimm. Das ist schlimm. Wohin mit dem... Mal sehen, was die kleine Station kostet. Ich meine, da muss ja auch fast 2 Millionen. Das ist doch nicht normal. Hier knapp 1 Million. Die Stadt ist nicht wirklich praktisch aufgebaut. Muss man echt mal sagen. Voilà. 600.000. Naja gut, so deckt da halt nur das halbe Industriegebiet ab. Und da kostet es einen Haufen Geld, das Abreißen.
Das ist ja wieder super.